Okay. Pass mal hier. Backrooms. Oh, es ist wieder so weit. Da wird jetzt hier wieder Licht ausgemacht, oder was? Becky's Ort. Ich grusel mich schon wieder ein bisschen, muss ich sagen. Wirklich? Weiß nicht. Nee. Alter, Freunde, wir haben letztes Mal ein kleines Horror-Game angefangen, Rizman und ich. Mhm. Und es ist auch so ein Loki, so ein bisschen so ein, wie sagt man das, so ein... Escape Room. Ja, so Escape Room, genau. Und wir sind gerade an einem Checkpoint, wo ihr absolut nichts verpasst habt eigentlich. Also das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass wenn wir angegriffen werden, zweimal oder dreimal, sind wir tot. Thema. Es gibt verschiedene Monster. Und wenn wir uns heilen wollen, dann müssen wir so ein Kokoswasser trinken. Und wenn wir so, also so Filme schieben, dann müssen wir so eine Pille nehmen. Ansonsten müsst ihr eigentlich gar nichts wissen. Ja, that's basically it. Ja, wir müssen bei den Office Rooms leider wieder starten, Rätselmann. Das ist ein bisschen schade. Aber fuck it, ich lasse es. Was waren denn nochmal die Office Rooms? Wie nennt man das? Dieser Keller, wie heißt das, wo die Autos parken? Oh nein. Garage, Tiefgarage. Tiefgarage, wirklich? Ja. Oh, das ist die Hölle. Aber, nevermind. Ich hab Office. Office ist dieses danach. Das danach war ein Office. Geil. In dieses, wo wir aus dem Fahrstuhl kamen. Ey, warte kurz. Ich hab kurz Licht ausgemacht. Oh ja, ist true. Das muss ja dunkel sein. Und dann mache ich mir kurz hier mein Overlay ready. So. Ey, redest mal, die Leute haben sich krass drauf gefreut, ne? Du oder die Leute haben sich gefreut? Also, ich auf jeden Fall auch. Ich freue mich sehr, dass wir das heute zocken. Aber die Leute waren wirklich insane pumped. Ich habe selten gesehen, dass Leute so pumped waren auf irgendwas. Same. Bro, no joke. Ich habe, nachdem wir das erste Mal gespielt haben, haben mir Leute so auf WhatsApp auch, also weißt du, auch Kollegen so geschrieben, meinen, ey, das war so unterhaltsam gerade, mach mehr Horror-Games und so. Also, echt krass. Ich wusste nicht, dass das so die Leute juckt. Boah, das Spulenfeed mir ist gerade super nervig. Heißt das so? Jemand hat es in den Chat geschrieben. Hab dich eingeladen, Bro. Schau mal. Digga, ich spiele dieses Horror-Game jetzt ohne Cap. Und ihr müsst jetzt meine fettigen Haare sehen. Was wollt ihr machen? Abschalten? Boah. Ey, Bro, ich brauche auch so dringend einen Termin bei Fatih, aber der meldet sich nicht. Boah, ich brauche unbedingt eine neue Frise, also neue Seiten. Ja, ich renne wirklich rum wie gerade wie so ein Waldmensch, Alter. Ey, du musst unbedingt annehmen, Bruder, wirklich no stress. Aber es fuckt so ab, ich habe hier so einen ultra nervigen Sound gerade. Was hast du denn da für einen Sound? Das ist so, wie beschreibt man das? Wie so eine Lampe, die kaputt ist oder so. So ein so ein Ding, okay. Ja, ich mach noch kurz, hab kleine Insta-Story noch gemacht, weißt du? Ach so. Dass die Leute, die jetzt... Boah, jetzt hab ich den Sound auch. Ah, Digga, wir reden ja mit Ingame wieder. Es ist ja Ingame-Talk gewesen immer. Ich hab das voll vergessen. Oh mein Gott. Oh, hallo. Okay, warte, ich mute mich. Sag mal, was geht's, Mann? Check. Hörst du mich? Ja. Okay, geil. Ich hör dich auch, ja. Oh man. Okay, wie waren die Steuerung nochmal? Wie macht man Inventar und so auf? Mit I, okay. Inventar war I. Und Taschenlampe war wo? F. Ich sehe meinen Sprint nicht. Ah, doch, jetzt. F und I haben wir. Okay, jetzt sehe ich, wo wir sind. Okay, wir sind hier. Ja, warte, ich ziehe auch kurz meinen Anzug an. Ey, das Spulfeed ist bei mir immer noch da. Ich muss nochmal rausgehen, Bro. Ja. Ey, dieses Game hat so goofy Sounds, Alter. Digga. So, Two-Player, Public, Private, Normal, Office Rooms, Boom, Start. Digga, was? Ist das normal? War das letztes Mal auch so? Boah, ist ja überabfuck. Jetzt muss man annehmen. Ey, hast du auch dieses Geräusch mit diesem...
ist dieses? Ja, ich glaube, das sind einfach die Lampen hier über uns, Bro. Okay, okay. Also hier auf der Map ist so special, dass es hier so einen Clown gibt. Das ist basically das Neue hier. Ja. Boah, das Movement fühlt sich jetzt so weird an, nachdem man Tarkov gezockt hat. Ja, voll, finde ich auch. Okay. Was sind gerade unsere Objective? Wir mussten, wir können wieder in diesen Raum rein. Wir mussten hier diese PCs aktivieren, glaube ich. Ah, da waren so Symbole drauf, ja. Ja, also wir brauchen hier, wir müssen diese eine Tür öffnen. Das war das quasi, was wir machen müssen. Wir haben aktuell, achso, ja, wir können in den einen Raum gehen, Bro. Ich komme mal zu dir. Und dann können wir die, da können wir die Dings anmachen. Die, das Radio. Pass auf, hier ist der Danny. Hier ist diese hässliche um die Ecke rechts. Den Strom an. Ich hab diese drei Dinger. Pass auf, geh mal weg. Schrank. Oh mein Gott, der Wohnsohn. Oh mein Gott. Ich seh nix. Ich bin tot. Ich find keinen Schrank. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, ich bin schon das erste Mal tot. Perfekt. Genau, wenn man stirbt, man kann respawnen, aber man muss so eine Tür finden, die so offen ist. Man hört die so. Also je näher man ist, desto mehr hört man so diesen Herzschlag. Oh, you got plans. Ich glaube, das Game sieht übertrieben Arsch aus, ist aber unfassbar gut. Don't say that. Boah, hab ich gerade erschreckt vor Kevin, Digga. Ja, also, der rumrennt. Dominik sieht meinen Schatten, Digga. Ah, ja. Da ist sie. Right. Zu verstecken, aber es ist ja eh. Rätsmann, kannst du mich hören? Rätsmann, kannst du mich hören? Ja. Wo bist du? Hallo, wo bist du? Hallo? Ich versteck mich gerade so in einem Schrank. Okay, alles klar. Wir waren gerade. Okay. Ich versuche mal diesen Raum zu finden, Bro, wo man die Sicherung reinmachen kann, ja? Ich hab alle. Wir müssen doch auch diesen. Ich hör dich! Okay, geil. Wir müssen doch auch in diesen Raum mit dem Tresor, mit dieser Tresor-Rätsel-Scheiße da, oder? Oh ja, true, da brauchen wir dieses Passwort. Wo war denn der? Monster ist wieder da. Das war irgendeine rote Tür. Ja, true. War das, hörst du mich gerade? Ja. War das, wo wir diese drei Games vorher machen mussten, die uns übertrieben abgefuckt haben? Nee, Mann, ich glaube, das ist unnötig, was wir da gemacht haben, meinte der Chat. Oh, Bro, hörst du mich? Ja. Da ist es gibt eine rote Tür, da ist wie so ein Kerzenständer drauf. Und da steht hinten drauf Find the Exit. Da müssen wir hin, glaube ich. Okay. Und ich habe noch ein paar Pillen gefunden. Antidepressiva, PogChamp. Digga, ich bin so hart stuck, dieses scheiß Monster kennt ihr von meinem Schrank. Dieser Bastard. Der Hurensohn. Ey, Rätsmann! Rätsmann, ich hab den Tresor gefunden. Okay, den Tresorraum? Ja, kannst du herkommen, Bro? I guess, ja, ich. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, Chat. Da sind wir dann gestorben und mussten leider neu anfangen. Kannst du mir irgendeine Beschreibung geben? Hilft dir einfach meine Richtung? Pass auf, hier ist bei mir rot, ich muss kurz, das Monster ist bei mir. Hilft dir es, wenn ich ingame einfach rede oder pfeife? Ich hab gepfiffen ingame. Ich kann auch rede mal weiter ingame. Ah! Oh, mein Sprint ist leer. Nein! Oh, lauf mich rein! Nice, ich bin safe.
Okay, red's mal, ich wäre fast gestorben, Digga. Der Hurensohn ist schon wieder hier. Ja, ich glaube, ich bin. Kannst du mich hören gerade? Ja, ich bin in dem Raum mit dem Tresorrätsel. Okay, dann komme ich da gleich auch zu dir hin. Ich muss nochmal. Ich hab mal gekriegt, aber hat mich nicht gekillt. Ich muss kurz warten, bis der Hurensohn weg ist. Also mach das. Der kommt hier nicht rein. Nein, oh mein Gott, fallen lassen. Was wir fallen lassen. Okay, Rätsmann, ich komm zu dir. Schluckst du gerade Pillen? Komm. Der kommt. Lauf. Ah! Scheiße. Ey, Lil Bro, lebst du noch? Yeah, I'm living, man. Okay, living the komm, life, man. Komm, hier rein. Lass kurz ein paar Sekunden warten, bis der Hurensohn weg ist. Ja, und dann Tür zu. Da kommt der nicht, glaube ich. Letztes Mal konnten wir in Ruhe arbeiten, ohne dass er kam. Weißt du noch? Mhm. Spielt ihr Inside Duisburg? Immer wieder ein Klassiker. Irgendwas gegen Duisburg oder Krefeld sagen. Klassiker. Kommt immer gut. Ich glaube, er ist weg, Bro. Famous last words. Okay. Folge dem Licht. Ich komme. Mach zu, Junge, mach zu, der Hurensohn. Okay, geil, ich weiß nicht, ob es diesmal einen anderen Code gibt. Soll ich es dir wieder sagen? Ja, weißt du noch den vom letzten Mal zufälligerweise? Nee. Also Chat, wir haben hier hinten im Grunde, haben wir jetzt hier so ein Safe und vorne ist eine Anleitung und an der Wand stehen so Zahlen. Wir haben das schon einmal gemacht, deswegen erklären wir euch das jetzt nicht und machen es einfach. Okay, du musst bei mir starten. Ja, komm einfach mal durch hier. Ah, nee, never mind, du musst bei dir starten. Okay, pass auf, bist du im Safe-Raum? Achso, hörst du mich? Kannst du mich hören? Test. Jo. Okay, bist du gerade im Safe-Room? Jo. Okay, du musst quasi aus dem Safe-Raum rauslaufen, rechts um die Ecke, da ist direkt eine Zahl. Rauslaufen und rechts, oder was? Ja, direkt rechts um die Ecke. Da müsste direkt eine Zahl sein. So, 30. Rechts. Okay, dann zu mir kommen. Nach links. Ja, dann nach links an die Wand wieder. Warte, aber jetzt komme ich mit. Nee, hier, Bro. Hier. Nach links ist egal, Bro. Das ist scheißegal. So, dann ist das hier die nächste Zahl. 30, 50, 90. 10. 70. Hat irgendwer mitgeschrieben? 30, 50, 90. 10, 70. 30, 50, 90, 10, 70. 30, 50, 90, 10, 70. Ja, Bamba! Ei! Bo. Hol dir deinen Bewegungssensor ab. Hab ich gemacht, Bro. Und wir haben jetzt, was haben wir noch? Wir haben noch so ein Passwort oder so bekommen. Ich habe jetzt hier so eine Entschlüsselungstabelle. Ja. Genau, diese Zahlen kommen, wenn wir den Strom anschalten, stehen die auf dem PC-Bildschirm. Ey, Bro, ich stehe neben dir, du kannst ohne das Radio reden. Ja, ich mach mal weg hier den Arsch. Digga, das ist so AIDS, Junge. Ja, okay. Genau, wir müssen den Strom jetzt anschalten, dann stehen auf den PC-Dingern die Symbole, dann steht da das Wort. Ja, okay. Mann, dieser Gnome nervt so hart. Guck mal, hier ist er. Hast du Schneeball? Schneebälle? Du kleiner Wichser. Nee, leider nicht mehr. Du kleiner Hurensohn, Alter. Das ist so Winter-Special, die müssen wir nicht machen. Deswegen lassen wir die süßen Mäuse am Leben. Okay, Bro, wollen wir move? Wir kichert da. Ja. Oh, warte, ich jetzt auch kurz meinen Super-Suit noch an. Mhm. Okay. Mach das mal. Weißt du noch, wo Strom war?
Nee, leider nicht, Digga. Das müssen wir jetzt einfach finden, glaube ich. Okay. Aber ich würde mal auf der Seite bleiben hier. Ich höre Steph! Jetzt Licht rot. Er kommt! Oh. Oh, ich habe ihn gedodged. Boah, das war smooth. Ich habe keinen Damage genommen. Ich habe ihn einfach outstepped, Junge. Crazy. Die Bitch. Lebst du noch? Ja, ja. Bist du auch gerade safe? Dann lass einfach warten, bis er geht. Ich steh im Safe-Raum quasi, im roten Raum. Ja. Der Panzer, Junge. Hello, Tricks Mom. Ja, dieser kleine Gnome war so am Lachen. Domo, danke für die 3. Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Perfekt. Oh, sorry, ich habe mich gerade im Disco. Sorry. Ah, der, perfekt. Okay, ich gehe jetzt raus. Bist du auch draußen? Ja. Oh, Junge, ich bin auf Crack. Ich bin auf Maximum Crack. Ich habe mir kurz eine Pilli rein. Okay. Ach, der Hurensohn, er ist wieder hier. Digga, wo kommt der denn immer her, Alter? Junge, kommt der da aus der letzten Scheißecke? Der ist hier bei mir. Der kommt nicht, weil ich bin hier. Ich bin trapped. Digga, der spawn-trappt mich hier. Wir müssen unbedingt Licht anmachen, Bruder, dann ist es halb so schlimm. Steppst du gerade? Okay. Ja, es kann nicht Tag auf, Bruder. Hast du noch Mandelmilch für mich übrig, Bro? Boah, eine hätte ich noch. Ja, nee, die behalt mal. Ich hab jetzt Full Life. Okay. Wie kriegen wir den Strom an diesem Wix-Gebäude? Bist du? Ja, da bist du. Ab mit einer wie ein Hurensohn. Hier links. Wollen wir da hinten links und da hinten rechts mal gucken? Da ist ein Schrank, kannst du den looten? Oder ist es nur ein, zum nee. Schützen? Okay. Ja, er ist ein Schützen. Hier rechts waren Rauchgeräusche. So Darth Vader-Type. Da ist auch nichts. Was nach hier? Da läuft auf jeden Fall ein Gnome. Links ist eine Bibliothek oder sowas. Oh, das ist gruselig. Hier ist der große Raum. Hier ist der Cake-Raum. Das brauchten wir nicht, meinst du, ne? Also Chat, müssen wir Cake machen oder nicht? Jemand meinte nein. Das ist der große Spieleraum hier, an dem wir letztes Mal verkackt haben. Ja, diese Spiele sind auch echt unfassbar nervig und... Was haben wir denn daraus bekommen? Wir haben irgendeine Keycard bekommen oder so, oder? Wir haben das doch gar nicht geschafft, glaube ich. Doch, wir haben es geschafft und dann haben wir eine Keycard bekommen, Bro. Ja, dann lass das machen, let's go, dann lass es machen. Oder wollen wir erst Strom machen? Die rote Tür, die will ich mal, ja? Will ich mal aufmachen. Hier ist Strom, Strom. Nice. Oh, huge Rätsel, gute Arbeit. Hier steppt einer. Monster ist neben uns. Ja, auf der anderen Wandseite. Boah, ich hab's im Takt gemacht. So, boom, Strom ist an. Oh Gott, ist okay. Das geil. Okay, also wir können das wohl machen, das ist ein optional sozusagen. Da war aber eine Keycard, Bro. Ich glaube, das brauchen wir. Also man meinte bei mir im Chat, das ist ein alternatives Ende. Okay, wollen wir es nicht machen? Boah, der kommt gleich. Ah, shit, wir sind gefickt. Wir sind so gefickt. Okay, ich lauf links vorbei. Oh, outmoved. Ich lauf rechts vorbei. Oh mein Gott, outmoved. Tür zu. Hast du gemacht? Okay. Nehme ich mir mal kurz einen Partyhut. Und setze ihn noch auf. Red's mal nur gerade ein Stück, ich bin im Cake-Raum. Wo bist du? Ich verstecke mich gerade vor dem Viech, aber ich hab's geschafft. Okay, geil. Ich warte auf dich und dann machen wir eine kleine Party. Machen wir das Cake-Spiel? Ja, das ging doch schnell letztes Mal. Jetzt wissen wir doch, was wir machen. Weißt du noch, als wir da dieses Labyrinth hatten? Ja, natürlich. Das war doch easy. Das war eher unchillig. Sollen wir es machen oder willst du was anderes machen? Wir
können es halt machen, wenn es halt stimmt, dass es ein alternatives Ende ist, dann wäre ja danach schon Schluss. Oh, aber ich habe letztes Mal einfach nur eine rote Keycard bekommen. Wir können auch einfach das mit dem Passwort dann machen. Ja, würde ich jetzt vom Gefühl her vorschlagen. Okay, ich war trotzdem hier, ja? Jo. Jetzt mal für real, müssen wir das machen oder ist es ein alternatives Ende? Oh ne, Digga. Nein, der rennt auf mich zu, oder? Wie schon wieder! Oder das ist doch nicht dein Ernst. Ja, der ist irgendwo bei mir, der Hohensohn. Das ist doch nicht dein Ernst. Wo bist du gerade? Brauchst du Hilfe? Ja, der Typ ist halt, der campt hier ein bisschen. Ich muss kurz warten. Jetzt, wenn ich versuche rauszulaufen, hat der Typ halt wieder Aggro. Der steht hier immer vor meinem Haus. Oh mein Gott, du Hurensohn. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ja. Der ist bei mir, der Wichser. Digga, dieses Monster ist so scheiße, Digga. Er sieht so, wie du in diesen Schrank gehst, er wartet so. Bist du im Locker drin? Ja. Okay, kannst raus, Bruder. Ah, nevermind, nevermind, nein, nicht raus, nicht raus, schlechte Idee. Danke, little Bro. Jetzt kann ich leben. Wow, du essest ja gerade bei mir, du kannst raus. Junge, einer von uns ist einfach immer mit diesem Monster beschäftigt, dieser Hurensohn, Alter. Sorry. Dieser Blödmann. Saved. Oh, okay, wir mussten jetzt, warte mal, wir müssen jetzt auf den PCs, müssen wir die Passwörter finden. Oh ne, er kommt zu mir, glaube ich. Auf den PCs war irgendwie so ein Text und den müssen wir lesen, Bro. Das war das, was wir jetzt machen mussten nach dem Strom. Ja, ja. Du musst hier zu mir kommen, ich hab den Entschlüssler. Red mal ohne Walkie-Talkie. Ich hab, warte mal, Bro, wir machen das von da. Kannst du gerade reingucken? Ich sehe so eine, ich sehe so ein Hubba-Bubba, Bro. Hubba, okay, warte. Hubba-Bubba und eine Triangel. Triangle ist O. Okay, okay, O und Hubba Bubba. So ein Snake-Spiel, genau, Chat, mein Snake-Spiel. Weißt du, so ein... So schlaufenmäßig, so auf und ab Ding? Nee, so kreiselmäßig. Das fängt links an und geht dann im Kreis bis zum Ende in die Mitte. Wie so eine Schnecke. Ah, dann ist I. Okay, dann haben wir O, I. I, O. Ja. I, O. Hoppene, Kupene, La. Okay, ich guck, was wir noch haben. Okay, 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 pass auf. Wir haben so ein I, was aber so in Cursive ist. Das ist so ein goofy-ass I. Ja, jetzt. Wir haben so ein goofy-ass I hier. Ich hab das Monster bei mir, Bro. Ich kann gerade nicht auf die Chart schauen, weil ich im Schrank bin. Mann, der fuckt mich so ab. Ist nicht schlimm. Ich guck mir schon mal alle anderen Bildschirme an, okay? Okay. Kann man so nervig sein wie der Typ, Alter? Komm, verpiss dich jetzt! Was soll vom Game? Ey, man, wir sind in den Backrooms und müssen surviven. Wir müssen es hier rausschaffen. Okay, waren wir hier hinten schon? Kannst du gleich mal gucken, was das I in Cursive ist? Ja, ich schau mal. Ich bin jetzt hier in dieser Bibliothek drin. Da haben wir kein Bildschirm. Das ist ein M. Ganz kurz, jemand hatte gerade gefragt, bist du schwul im Chat? Da muss ich kurz drauf eingehen.
Ah, fuck, fuck, fuck. Oh nein, 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 hier bin ich stuck. Oh, war hier irgendwo ein Locker? Ich glaube da, ja. Boom, easy. Okay, ich bin im Locker. Halb tot. Hast du das I in halb cursive? Das war so ein I, das war so... Ja, das... Was ist M, das? M, M. Okay, dann haben wir I-O-M. Ich habe hier auch noch ein paar Buchstaben bei mir. Oder Omi, Omi vielleicht. Ich weiß nicht, was die Reihenfolge ist. Wieder bei mir. Ich stehe von meinem Locker wieder. Digga, dieser dumme Wichser, Alter. Brauchst du noch so Mental Health Pills? Ob ich hab oder brauch? Ha? Ob ich hab oder brauch? Ob du hast, weil ich geh gerade full psychotic. Ja, ja, wenn du zum Cake kommst, dann ja. Okay, ich komm hier nicht raus. Hier Besuch von einem alten Kollegen. Check. Ich muss ehrlich sagen, der hat sich ganz schön verändert. Der ist irgendwie ein bisschen größer geworden, oder? Ja. Ja. Irgendwie auch optisch hat er so ein bisschen... eher einen Blowdown gehabt. Ey, Bro, die Farben sind wichtig, die Farben sind wichtig. Es gibt Farben. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen uns die Farben auch merken. Scheiße, da müsste ich nochmal bei allem vorbeilaufen. Anstatt jemand irgendwie sagt. Schreib doch hin auf den PC. Ich versuche mal zu dem Birthday-Kram zu kommen. Okay, okay, okay. Dominik, kannst du kurz Editor oder so aufmachen? Ja, aber lass, gib mir kurz. Ich bin hier neben dir. Hey Bro, ich bin hier neben dir. Hier? Oh mein Gott, Bruder, gib mir mal ganz schnell die Pillen bitte. Ich kann nicht mal mehr laufen, gar nichts. Die Junge, wie abgecrackt, ja, okay. Gib mir das Zeug, Bruder, schnell! Hier, yeah, hau weg die Scheiße. Okay, also wir haben die Schlange in Grüni. Und die Try... Was war die Schlange nochmal? Der kommt, der kommt, der kommt. Was war die Schlange nochmal? I, oder? Sch- Er kommt, der Hurensohn ist wieder hier. Oh, no! Okay, was war, es war I oder O, ja, und das an, also, die Schlange, wir müssen uns nur die Farben kurz aufschreiben, ich schreibe mir das kurz auf. Die Schlange war, oh, Reese ist gestorben, die Schlange war grün und die Triangel war braun, okay. Ey, Dominik, ich weiß nicht, ob du mich hörst, vielleicht hörst du mich gerade, wenn du gerade tot hier rumläufst. Ich schreibe mir die Sachen auf. Ah, du lebst wieder. Ich schreibe mir die Sachen auf, ja? Also lass gleich übersetzen, ich schreibe mir erstmal alles auf. Okay. Schräges, ja, schräges I ist rot. Ach du Hurensohn, ich versuche gerade zu schreiben! Ja, was soll ich jetzt machen, hä? Schräges I rot. Hörst du mich noch, Bro? Das ist pink. Okay. Ich habe den Gamer-Mode bei meinem Bildschirm an, vielleicht deswegen. Hä, hey, das ist doch rot, oder? Ja, gut, okay, ja. Ich check, warum ihr pink sagt. Bro, mein Game ist gecrashed. Wirklich? Also ich rede gerade in Discord mit dir. Wirklich jetzt? Ja, ja. Oh mein Gott. Auf einfach das Programm warten klicke ich. Ich weiß nicht, vielleicht fängt er sich noch. Oh man. Ich habe fast das Passwort, Bro. Mir fehlen noch drei Sachen, dann hab ich's. Ey, warum fuckt uns das, das Monster diese Runde so ab? Das ist ja richtig nervig. Ja, das war doch letztes Mal auch so, Bro. Deswegen hat man ja den, deswegen hat man ja diesen Tracker dafür. Ja, fair. Ja, dann merkt das Passwort trotzdem mal. Das wird vielleicht jedes Mal gleich sein. Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht, Digga. Meinst du, es fängt sich wieder?
Scheiße, ich kann es hier halt mal warten. Ich kann auch versuchen, halt das Passwort alleine zu knacken. Und dann haben wir den Checkpoint, aber es ist ein bisschen tricky wahrscheinlich. Ist das der Checkpoint actually dann? Vielleicht, wer weiß. Gut, ich meine, im Grunde haben wir bis jetzt nur den Safe aufgemacht und Strom angemacht. Das kriegen wir eigentlich wieder hin. Ja, sollen wir neu starten einfach? Also ich muss jetzt schließen. Das fängt hier nicht mehr. Boah, es ist bitter. Man kann nicht rejoinen, ne? Das ging nicht. Ja, das geht nicht. Digga, so dumm. Einfach, ich bin gestorben, gespawnt. Freeze. Okay, ich habe ihn aber outmoved gerade, den Huren. Okay, wir haben eine 8 mit in Weiß. 8 in Weiß haben wir noch. Was haben wir noch? Boah, hier ist noch ein dicker PC-Raum. 8 in Weiß, dann haben wir noch so ein umgedrehtes... Kannst du mal mitschreiben, Ritzmann? Ja, Mom. 8 in Weiß, umgedrehtes G auch in Weiß. Okay. Dann fehlen mir noch 2... Weiß. Drittes G Weiß. Okay, mir fehlen noch... Ich brauche 8 Sachen waren es, glaube ich. Ich glaube, 8 waren es insgesamt. Oder waren es 6? Wenn es noch 6 waren, dann fehlt mir noch 1. Oh, 7, okay. Oh no. Digga, ich hab mir so eine Marmelade reingehauen, Bro, über OP. Damit kannst du einfach vor dem wegsprinten. Ja, das ist geil. Digga, ich hau und move den einfach. Was will er machen? Wir haben noch eins. Einen O mit einem T drauf in Blau. Und ein umgedrehtes Z mit einem T drin. In Rot. Könnt ihr das alles merken? Ich schreib's auf. Okay, dann haben wir alle. Dann kann ich's lösen. Okay, aber du hast ja nicht den. Du musst dann mich looten. Oh, fuck, oh. Kannst du deinem eigenen Wort gucken? Kannst du deinen eigenen Wort gucken, wo du das aufhattest? Okay, Bro, das wäre krass, wenn wir das hinbekommen. Warte, das kriegen wir bestimmt hin. Das wäre so huge, Alter. Soll ich dir mein Gameplay restreamen? Dann kannst du es dir angucken im Discord. Ich hab deinen Stream gerade schon. Ja, oder so, okay. Aber warte mal, jemand meint gerade, danach ist kein Checkpoint. Aber vielleicht finden wir trotzdem den Schlüssel raus und dann ist der irgendwie so Penis oder so. Und dann können wir den nächsten Runde einfach wieder hingeben. Oh nein, das ist unpublished noch, weil es live ist und Twitch mich da so komisch. Ah, okay, nee, dann scheiß drauf. Dann wollen wir mal restarten. Ja, gut, ich meine, ich habe das trotzdem aufgeschrieben. Also falls die Buchstaben noch gleich sind, dann haben wir die ja noch. Ja, wenn wir merken, dass es gleich ist, dann ist es easy going. Ja, dann starten wir einfach neu, gucken, ob es dieselbe ist und dann... Ja, okay, easy machen wir. Genau. Okay, dann spiele ich raus. Bei Dominik ist das Game abgestürzt, leider. Schmeiß mal kurz Karl und Rumat raus im Squad-Stream. Okay. Alright. Hab eingeladen. Okay. War das Viech eigentlich aus der Tiefgarage auch, was das abgefuckt hat, oder war das nochmal was anderes? Ja, nee, das ist das Scheißvieh, Alter. Das nervt dich so krass raus. Ich bin so sauer auf das Game, dass ich jetzt einen anderen Skin spiele. Das ist wirklich eine krasse Messe, die du da rauslässt, muss ich ehrlich sagen. Okay, ja, dann let's go. Also, als erstes den Strom finden, right? Strom oder die rote Tür, ist eigentlich egal. Hier ist eine Tür verschlossen. Hier ist Strom. Nice. Oh mein Gott, wie schnell. Fucking Speedrun, Junge. Okay. Okay, hab. Boah, Digga, geil, Junge. Speedrun, Junge. Okay, huge, Ritzmann. Dann jetzt die PCs abchecken, right? Nee, jetzt den Safe. Achso, ja, den Safe müssen wir auch machen. Ich guck ganz kurz auf den PCs, ob das dieselben sind von vorhin. Sieht mir aus, als wär's andere.
Ey, Bro, wenn einer von uns den Safe findet, sollen wir dann... Es sind andere Zeichen als letztes Mal. Der Bastard kommt. Okay, pass auf, ich habe die ersten Symbole, ja? Wir sollten die uns trotzdem schon mal merken, also schau schon mal auf die Bildschirme. Wir haben ein Dreieck in grün, ein Cursive I in rot. Ich schreibe die auch schon mal auf kurz, ja? Okay, Dreieck in grün und schräges... Hörst du mich gerade immer noch? Ich bin rausgetappt. Ja, ich höre dich noch. Okay. Ey, wenn du den... Läufst du gerade rum? Ey, my man. Ah, Bro, hier steppt nur ich und du. Das Monster steppt doch anders als wir. Sorry, ich bin noch in Tarkov. Hier war nix, ne? Ah, du Hurensohn. Okay, easy. Wo muss der jetzt machen? Er wartet einfach, voll korrekt. Er wartet einfach und geht. So ein Ehrenmann. Jetzt können wir noch kurz seine Füße bewundern. Wow, Traum. Oh, ich bin wieder draußen. Der hat ja eklige Hände, Junge. Ich hab hier so ein Ding aufgemacht, so ein Special Raum irgendwie. Okay. Kannst du irgendjemand kurz reden ohne Mic? Dann höre ich dich vielleicht. Also ohne Ding. Red's mal, hörst du mich? Nee, mein, das ist einfach nur die Tür, wo es zum Anfang geht. Okay. Warte mal, hier in der Bibliothek war noch. Glaube ich. Bonjour, monsieur. Oh. Bonjour. Comment tu t'appelles? Was heißt denn Comment tu t'appelles nochmal? Heißt es, wie man heißt, oder? Je m'appelle Kevin. J'habite à Berlin. Scheiße, ich hab keine Ahnung, was 20 heißt. J'ai 2,9. Damn, das war knapp. Wann? 20. Das war knapp. Rätsmann, hörst du mich? Achtest du auf die PCs, Bro? Yo, hörst du mich gerade? Yo. Okay, geil. Ich weiß aber nicht, was du schon hast. Das müssen wir irgendwie smarter mal gestalten. Ich habe Dreieck in grün und schräges I in rot. Mehr nicht. Alles andere kannst du anders. Das ist zwei Sachen. Sag einfach alles an, ja. Vielleicht müssen wir erst den Tresorraum machen, dass dann mehr Symbole erscheinen. Kann sein, ja. Aber Chat meint, dass es nicht rot, sondern pink war. Hab aufgeschrieben. Das kommt mir ein bisschen wenig vor sonst. Ja, ich guck mal hier, was noch ist. Ich bin bei dir. Hallo, Chef. Hier müssen wir das Passwort eingeben. Am Ende dann. Okay. Ich glaube, irgendwo hier war der Tresorraum. Ich glaube, hier hinten bei mir war irgendwo der Tresorraum, Bro. Bist du hier bei mir? Ja, ich glaube, hier hinten ist es. Ja. Warte mal, ich muss mir kurz Pillen reinpfeffern. Sonst lose ich es komplett. Ah, nee, never mind, ich bin einfach nur zu viel gelaufen. Hast du das gelbe Haus schon? Nee. Oh, hier ist auch noch eins. Gelbe Haus, ja? Gelbe Haus? Gelbes Haus. Okay, gelbe Haus und was ist das? Orangene 9. Und? Ja. Blaues kleines D. Okay. Rätsmann, ich habe noch ein orangene 9 gefunden und ein blaues kleines D. Uns fehlt noch eins. Ich hab noch eins, ich hab das letzte. Wir haben eins fehlt uns jetzt noch. Umgedrehtes G in, was ist das für eine Farbe? Grau? Ja, so grau, ja. Umgedrehtes G in grau. Okay, dann fehlt uns jetzt noch eins. Eins fehlt uns noch.
Okay. Ich gehe nochmal alle durch, die wir haben. Dreieck in grün, schräges I in pink, gelbes Haus, orangen in 9, blaues kleines D und umgedrehtes G in grau. Hier ist das letzte! Ah, ne, ist das Haus. Never mind. Das Haus? Sorry. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Oder ne, never mind, hier ist der Raum, oder? Ne, hier ist der Cake. Das Restaurant habe ich schon gefunden, Bro, der ist da hinten. Achso, dann lass ihn machen, oder? Aber wir waren den Gang einfach weiter lang. Egal, wie rum wir jetzt machen, das können wir auch erst in den letzten Buchstaben suchen. Dann führ mich mal hin, Bro, wo der Tresorraum ist. Der ist hier. Lass den kurz machen, dann müssen wir nachher nicht nochmal machen. So. Boah, ich glaube, die Zahlen sind jedes Mal gleich, ehrlich gesagt. Nee, es sind andere, glaube ich, oder? Aber die Reihenfolge ist jedes Mal die gleiche. 50, 60. 50. 50, 60, dann hier dieses. 50, 60, 90. 50, 60, 90, 40, 70. Hast du gemerkt? 50, 60, 90. 70, 40. Für 50, 60, 90, 40, 70. Ich sag nochmal, okay. 50, 60, 90, 40, 70. Ich kann dir auch die Anzahl an Zahlen einfach kurz klickern. Offen, Sir. So, das war die erste Zahl, jetzt die zweite. Halt. Ne, der Bewegungsmelder mit, oder? Jo. Ah, dann raus hier, dann lass jetzt die Passwörter machen. Wir brauchen noch ein yes. Bildschirm brauchen wir noch. Dann haben wir's. Einen brauchen wir. Digga, das schaffen wir doch. Komm. Jetzt nur mal auf einen Haufen hier. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Hast du den hier schon? Die rote Ja, Schatten? Ja, hab ich leider schon. Das D habe ich auch. Und das habe ich auch. Ja. Hier ist Darth Vader irgendwie. Das ist Monte, Junge. Mein Leben, fick mein Leben, fick mein Leben. Flash mich nochmal! Ich renne hier mein Leben und Kevin sieht da hinten, flash mich nochmal. Absolut versext, wie es hier zugeht, muss ich jetzt sagen. Man, where's the last symbol? Maldor. Ah! Oh mein fucking Gott! Oh mein Gott! Jesus Christ! Digga, das war ein fucking Jumpscare, Junge, mein Herz. Yo, Sneaky, danke für den Sub. Salzschmied, Raven, Flixel, danke, Kuss. Ey, Bruder, dieses Radar ist der größte Scam, Ritz, Mann. Was? Das Radar ist der größte Scam. Ah! Was ging denn mit ihm auf? Wo kam er her? Ist er da nicht raus? Ja, scheiße, diese Radar-Hunde da. Flash mich nochmal. Okay, wo ist das? Ah, da, pop. Okay, laut dem Radar ist hier niemand. Ich das neue Vorderbild. Hey, was für ein Minecraft-Shader ist das denn hier? Banger. Da ist er wieder. Ey, Lil Big Fat Arsch ist hier hinten. Wollen wir kurz hier warten?
Ich glaube, wir müssen nach hier rätseln. Ich glaube, da hinten haben wir alles. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist da ein Fehler unterlaufen. Ist hier noch ein PC drin? Nein. Nee. Flash mich nochmal. Ihr seid schon fertig? Nee, es waren 7, oder? Digga, vielleicht ist es ein Bait und es gibt nur... Oh mein Gott, Chat hat... Bro, Chat hat gelogen. Es gibt nur 6. Wirklich? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Okay, dann übersetzen wir mal. Okay, pass auf, du musst mal einmal gucken. Soll ich dir die Sachen durchsagen kurz? Guck mir durch. Okay, Dreieck in grün. Ist der erste Buchstabe. C. Okay, dann haben wir ein kleines D. Sag! Ja, hab ich doch! Blaues kleines D! Ja, L, hab ich doch gesagt! Achso, nicht gehört! Haus! Z! Ich glaub, der ist bei uns gerade. Umgedrehtes G! Umgedrehtes G! Flash mich nochmal! Erbe, Bro, danke für die 3 Euro Donation, wo du Buch reingeschrieben hast. Hat mich unfassbar doll erschreckt. Bitte mehr donaten. Wo ist dein Wolf? Wo ist der? Der ist bei mir, der Hunger. Kombi-Raum. Der ist hier bei uns. Ich meine, Okay, dann zurück zum PC, Lil Bro. Kommt, der Little Fatty McFatFat kommt. Lil Uzi Vert, ah! Das ist der normalste Lil Uzi Vert Fan. Nein! Easy. Oh fuck. Flash mich nochmal. Ah, ist hier? Kevin gestorben? Mann. Er lacht doch. Pass auf, zieh dich rein, wie schnell ich looten kann. Rätselmann, ich hatte kurz eine kleine Pause. Bin jetzt aber wieder da. Okay, geil. Bei mir ist der, wir müssen uns beim PC irgendwie treffen. Also ich wäre am PC. Okay, wenn nicht, gib du einfach weiter ein, Bro. Sind die Buchstaben noch drinne? Oh mein Gott, Wo ist die Tür? Ich habe mal die Encodungstabelle, aber ich weiß nicht, was für Bulle wir hatten. Da ist er. Ja. Flash mich nochmal.
Rita, also kannst du mich hören? Das erste Mal. Ja, 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 komm zum Kombi. Okay, pass auf, was, du musst mir sagen, was 4 ist. Für eine Farbe. You have to say me. Which color is the 4? Reese ist gestorben, okay. Digga, ich habe irgendwie das Gefühl, ich laufe zum 4. Mal im Kreis. Grau, okay. Flash mich nochmal. Okay, ich glaube, hier ist der PC, oder? Hier ist der PC? Okay. Ey, Rätsmann, bist du am Leben? Wenn ja, kann ich von dir ein fettes Buja bekommen. Okay, er lebt wieder. Yo, Kriegsverbrecher, bist du am Start? Ich lebe wieder. Okay, du musst mir. Kannst du einfach da bleiben, wo du bist und mir kurz den Code durchgeben? Ja, komm. Du musst, zeig mir einfach, was für Buchstaben du brauchst. Okay, wir brauchen umgedrehtes G. Beziehungsweise so ein E-mäßig. Also ist es so wie ein Dreieck und hat es rechts wie so ein Schlitten? Nee, kein Schlitten, Bro. Ist mehr wie so ein Kreisel. Aber halt wie ein umgedrehtes G. Also jetzt hätte man ein G gespielt. Sieht aus wie eine... Oh, okay, warte mal. Hä? L? Ich glaube, du meinst I. Was du vorher Schnecke genannt hast. Nee, das ist was anderes, Bro, aber kann sein, dass du das meinst. Wir probieren es mal. Das nächste ist Brr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 r
Also, Lil Bro, wir haben CLZIM. Oh, fuck, Mann. Was war das letzte? Statt dem I machst du ein T. Okay, dann haben wir, dann fehlt als letztes noch die 9. Sieht das aus wie eine 9, wo man oben was abgrasiert hat? Kann sein. Kann sein. Okay. Sieht das aus, sieht die 9 aus, als wäre die so ein bisschen sehr schwingig gemalt? Keine Ahnung, ey! Sieht die 9 aus, als könnte die auch so ein halbes, so ein Herz sein, so ein halbes Herz? Nein, 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 das nicht. Fantasie? Nee, glaub nicht. Ich würde sagen I, aber... Ah, oh, du Hurensohn. Also nicht du, nicht du, Dominik, nicht du, Dominik, sorry. Nee, I. Nee, das könnte ein halbes Herz sein. Okay, ich muss kurz Lil McFettarsch weglaufen lassen und dann kann ich es eingeben. Du hast eh gesagt, ne? E, du hast eh gesagt? Du hast eh gesagt. I wie Ida. Das Ganze in diesem Alphabet machen müssen. Nordpol. Das ist R. Rainer. Ich glaube nicht, dass R Rainer ist, Digga. Ich glaube nicht, dass A Alpha und R ist Rainer, Digga. Ich glaube nicht, dass das die richtige Buchstaben sind. Nein, nein, nein. Beim Deutschen ist A nicht Alpha. Da ist doch der. Was ist A? Anton oder so. Anton, ja. Anton. Was ist B? Und Bertha. Anton, Bertha, Christoph. Es war. Ey, kennt ihr das, wenn ihr das machen müsst? Ich kennt ihr das, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwie sowas buchstabieren müsst und ihr denkt euch aber einfach so Sachen aus. A wie Axel, B wie Basti, C wie Charlie. Digga, ich musste früher auf Arbeit immer so buchstabieren, hab immer Sachen ausgedacht. Ja, immer. Immer, immer. Pini Perla von SpongeBob. Okay, bin wieder am PC. Was meinst du, I, ne? Ja. Ida. Ja, ja, ging. Blaue Tür hat sich geöffnet. Wir müssen jetzt die blaue Tür finden. Kommst du zum PC? Und dieser Schwamm ohne Führerschein, sagen sie. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Dieser Schwamm hat jetzt einen besten Freund und der ist ein Seestern. Ich bin am PC, wo bist du? Ja, ich auch. Hier. Okay, wir müssen diese blaue Tür finden. Ich weiß nicht mehr, wo die war. Wir haben die doch vorher schon irgendwo gesehen. Ja. Lass einfach die gute alte Shirt machen, so lange rumlaufen, bis wir sie finden. Ja. Oh nein. Scheiße, ich bin in der Sackgasse. Ey, du kannst mich hören, oder? Ist alles gut bei dir? Bist du safe? Ja, ja, ich bin in der Sackgasse. Komm für deinen Arsch, Bruder. Ja, der fette Wichser ist bei mir hier. Wie kannst du vergessen, wo die war? Ja, Bro, das ist voll schwer, sich zu orientieren hier. Du suchst ja die ganze Zeit nach diesen Räumen und das ist so um die Ecke und so, Digga, das ist... Hör, komm ich hier, ey. Kaio, zieh den Wagen an, bringt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Kennt ihr das, kennt ihr das? Okay, ich glaube, der ist bei dir, oder? Hol die goldenen Wagen, hol die goldenen Wagen. Digga, dieses scheiß Lied aus dem verfickten Musikunterricht, Junge. Hol die goldenen Gaben! Hol die goldenen Gaben! Wie geht es, Theo? Theo oder Heo? Heo, Heo ist es! Spann den Wagen an! Zieh der Wind trägt Regen übers Land! Hol die goldenen Gaben! Hol die goldenen Gaben! Ah! Lass mich sprinten, Bro! Lass mich sprinten! Hol die goldenen Gaben! Hä? Der AFK? Ah!
Hey, yo. Spann den Wagen an. Spann den Wagen. Lebens über das Land. Holy Golden Garden! Holy Golden Garden! Holy Golden Garden! G-Mac bitch ass is coming for my ass, man. Ich hab mir einen Juice gepoppt. I popped the juice. Du musst noch da, oder Chat? Ah, du Wichser. Chat, muss ich aus diesen Dingen hier raus und dann links? Vor dem Monster. Man also geradeaus und dann links. Hinter dem Main-PC ist das. Okay. Oh mein Gott, Digga, jetzt, Mann. Sir, ich habe die Tür. Oh nein, das sieht gruselig aus. Ist gefunden, Sir. Kannst du kurz reden? Wo bist denn du? Du musst in den Computerraum. Ja. Immer versteckt. Dann durch die hintere Verbindungstür durch. Was meinst du mit Computertür? Diesen großen Computerraum, der einen Safe-Schrank drin hat. Warte, ich hol dich. Ey, red mal ohne Radio. Red mal ohne Radio. Okay, ja, ich höre dich. Ich sterb. Okay, ich weiß jetzt, wo du bist. Ist es in diese Richtung oder in diese Richtung? In diese, oder? Ah, da lang? Hier schön. Oh, nee. Digga, man kann den so outmoven, ne? Hier in dem Raum, wenn man hier schnell genug rennen kann. Pulse Main in Rainbow Six. Ah, Junge, herrlich. Digga, Rainbow Six-Spieler fühlen sich wie zu Hause. Liebe Grüße an die drei Leute im Chat. Hey, yo, spann den Wagen an. Sieh, der Wind bringt Regen übers Land. Holy Golden Garden! Okay, ich bin... Jo. Holy Golden Garden! Ich bin da, wo bist du denn jetzt, Mann? Findest du jetzt mal die blaue Tür? Manno! Also schau jetzt, ich bin jetzt hier bei dem Main-PC. Wo bist du? Bremse, Digga. Das Monster wieder einschritt. Ey, yo, Dominik, Reesman, wo bist du? Ich finde dich gerade nicht. Es wäre sehr cool, wenn du zu dem Main-PC kommst und mich gerade eben kurz abholst. Yeah. Ich weiß nicht, wo der Main-PC ist und ich werde auf dem Weg bestimmt wieder dreimal sterben, Alter. Okay, dann red mal in-game, ohne das Radio zu usen, man. Let's go. Holy Golden Garden! Ey, hast du noch so einen Juice für mich? Kann ich deinen Juice trinken? Bevor wir da durchgehen? Bro, was ist Juice das today, hier? Man. Jetzt kommen die Pudel-Level. Zieh dir mal lieber deinen Anzug an. Hast du noch einen Juice? Nein, nein. No Juice for this man. Okay, ich bin kein Experte, aber ich glaube, dieser Pool hat Strom. Ich glaube auch. Wie machen wir es? Achso, den Strom wieder ausmachen, oder? Oh, shit. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Ich komm. Alter, ist er, pass auf, renn weg, renn weg. Das war knapp. Ja,
Digga, das ist ein Kinderlied? Das ist so ein klassischer deutscher Banger. Spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Was ist ein gottverfickter Kanon? Hol die goldenen Gaben, spann den Wagen an. Denn der Wind treibt Regen übers Land. Sorry, ich hab mir gerade den Song angehört. Bin jetzt da. Hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben. Ja, komm, lass mal einen Strummer machen. Ey, da sagst du was, mein Bruder. Mein Edler. Ich hab Angst, dass wir das nicht fertig kriegen heute. Doch, doch, kriegen wir. Wir sind schnell. Wir sind schnell und wild. Du hast die Orientierung von dem Mad-Eagle. Ah, das ist gut, solange du wild bist. Ja, meint, ich hab die Orientierung von dem Mad-Eagle. Meinst du, das ist eher gut oder schlecht? Bruder, Mad Eagle ist sowas Räudiges. Digga, ist so. Ist das mit so Zahnstocher drin? Mit so, wie heißt es? Mit Zahnstangen, meine ich. Ja, ja, meine ich. Man nimmt einfach Fleisch von einem Tier, formt es in die Form von einem anderen Tier. Das ist so makaber. Wow. Boah, Ingenieure. Einem Ingenieur ist nicht zu schwör, sag ich immer. So ist es. Hier. Ich loot. Ey, ist hier noch ein Juice? Ich brauche unbedingt einen Juice. Oh nein, neues Monster, Bruder. The next photo was taken by a member of the expedition team. This creature consists of multiple limbs. They don't have eyes and ears, so the only way to be attacked by these creatures is getting very close to them. They are very dangerous and sneaky. They move in groups searching for food. It's a good idea to always use a motion tracker in order to prevent attacks of these creatures. Okay, also müssen wir jetzt den Motion Tracker usen. Ich will nicht, dass dieses Ding kommt. Ja, die sind echt ekelhaft. Bro, ich habe halt auch nicht mehr viel Leben, ne? Ich bin halt eins vor Verrecken gerade. Ich habe halt leider keinen Saft für dich, Mann. Ich habe nur Pillen für dich. Unterstrich Wig, unterstrich Card, unterstrich FR, unterstrich... Oh, das ist ein Toder. Wenn solche Songs im Techno-Club laufen würden, wäre ich permanent dabei, Ey, hier ist Lil Bro gestorben. Was steht hier? Warnung, das nächste Becken ist vollständig radioaktiv. Außerdem ist es voll von seltenen Lebewesen, die unter Wasser leben. Oh nein. Oh man. Okay, Bro, Vorschlag: einer Taschenlampe, einer Tracker. Ja, okay, huge, Alter. Ich mach den Tracker. Pass auf, vor uns ist direkt einer. Alter, da sind zwei direkt. Okay, in diese Richtung, bei dem Pfeiler, wo ich da hingucke gerade, der erste, da ist einer. Okay. Digga, hier sind richtig viele, wie sollen wir das machen? Der Stand, die attackieren nur, wenn man sehr in der Nähe ist. Also vielleicht müssen wir die halt einfach umlaufen. Ja, okay. Wollen wir einfach mal reinhüpfen? Ey, ich glaube, hier ist eine kleine Logiklücke, weil wie hat der Bre das denn geschrieben, wenn er gestorben ist von den Viechern, wa? Ja, ist so. Als ob er dann so denkt, okay, warte mal, bevor ich jetzt hier wegrenne, schreibe ich lieber den nächsten hier noch. Schon mit richtig schöner Handschrift schreibt er also das mal. Ey, Bro, also in diese Richtung sind es ungefähr 5. Okay, wollen wir rein einfach? Ich springe einfach mal rein und ich guck mal, was passiert. Können wir uns entlang glitschen an diesem Ding irgendwie? Ey, ich probier mal. Nee, geht nicht, ich bin drinne. Okay, zurück. Wir nehmen dir. Okay, wir müssen... Okay, komm zum ersten Pfeiler. Da. Okay, weiter zum nächsten Pfeiler. Siehst du irgendwie, kannst du mal dich umgucken, wo wir hin müssen überhaupt? Wir müssten auf die andere Seite des Raumes. Okay, vor uns sind jetzt halt Atzen. Was machen wir? Warte mal, wir müssen nochmal nach hier.
glaube, wir gehen hier durch. Hier und dann links an dem Pfeiler vorbei. Was ist das da hinten? Hier an dem vorbei, folgt mir. Da war alles, was aufgetaucht. Ja, hab ich gesehen. Das ist echt ekelhaft. Okay, hier lang, bei mir. Hinter dir? Oh, hier ist einer close. Hier ist einer close. Was ist im Notfall? 7 Meter steht da. Okay, ich glaube, wir können hier vorbeisprinten. Aber ich will nicht mein Wort dafür geben. Da vor uns noch was drauf. Ja, Backup. Okay, lass durchgehen. Fuck it, lass durchgehen, Bro. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Oh mein fucking Gott! Holy fucking shit, mein Herz! Das war so gruselig. Bro, what the fuck? Holy shit. Das war so gruselig. Bro, mein Fenster ist noch offen und ich sehe Sterne jetzt. Bro, ich hab mich... Alter, das sah so weird aus. Boah. Ja, was machen wir? Fuck, sollen wir einfach durch? Nein, wir können ja nicht rennen. Nein, die das ist instant. Du kannst es nicht dodgen. Wenn wir zu nah sind, dann ficken die dich. Bro, der Shit ist... Ja, da müssen wir vielleicht beide mit... Der Shit ist creepy as fuck gewesen, Dog. Wollen wir beide mit dem Ding laufen? Man sieht eigentlich genug, auch ohne. Ja, ich glaube, wir müssen beide mit dem Ding laufen. Ja, okay. Guck mal, der Weg hier rechts scheint doch jetzt gerade frei zu sein. Oh. Lass mal hier rein. Du läufst direkt auf welche zu. Ja, ich würde jetzt hier vorbeilaufen. Ich glaube, ich kann hier durchditschen, ohne dass hier einer kommt. Ja, ich bin hier, sieht gut aus. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, nach hier links vorbei. Hier so. Schau mal. Hier rechts ist irgendwas. Ja, ich glaube, hier durch, Bro. Typ. Ignorieren wir einfach mal. Oh, einer kommt von hinten. Fuck. Scheiße, wir müssen laufen. Move. Ja. Geradeaus ist free. Ja, Mann, geradeaus ist ultra free gerade. Wo können wir hin? Hier ist Leiter, rechts vor uns. Ja. Ist frei? Ja, warte. Nein! Oh! Okay, hab's geschafft. Bist du auch da, Retro? Okay, warte. Du hörst mich noch nicht, oder? Hörst du mich, Ritzmann? Yo, ich muss den ganzen entspannten Weg halt nochmal kurz durchbohren. Das ist kein Problem, oder? Hat jemand den Clip von Ritzmann? Ja, ich kann dir nicht so richtig helfen, um ehrlich zu sein, Bro. Ich bin Schnappi, das kleine. Aber ich warte hier kurz auf dich. Ja, leuchte einfach mit der Taschenlampe da an der Treppe, wo ich hin muss, aber dann habe ich die Richtung. Ja, siehst du das hier mal bei mir? Warte, jetzt? Ja, sehe ich. Okay. Ja, wie so ein Leuchtturm, weißt du, dass du so in die Ferne leuchtest und zu mir. Okay, lass durchgehen, fuck it, lass durchgehen, Bro. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Okay, lass durchgehen, fuck it. Gibt's den Cliff von Rätsmann? Hat jemand einen Clip von Rätsmann zufällig? Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Okay. Oh mein fucking Gott! Alter! Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Okay. Funny. Oh. Was war das? Rätsmann, hier ist die Leiter. Du hast es fast geschafft. Hier ist einer, pass auf. Okay. Boom.
Oh mein Gott, die Wichser, Junge. Junge, let's go. Wir machen das hier nie wieder. Wir gehen hier durch. Oh. Gehen hier durch. Oh mein Gott, let's go. Alter, die waren richtig sneaky. Oh, okay. Was ist das hier? Okay, hier kann man anscheinend so runterfallen oder so. Und hier ist eine rote Tür. Du bündest... Oh nein. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir müssen dieses Clown-Spiel machen. Wir müssen da nochmal durch. Was heißt ja auf Morse Code? Nein. No way. Aber warum meinte Chat, dass das, warum meinte Chat, dass das ein optionaler Weg ist? Was ist das für ein Scam? Oh, das ist ja vollkommen Scam. Also wir würden so hops gescammt. Ey, du kannst hier lang dippen. Boah, what the fuck, man kommt hier entlang. Oh mein Gott, holy shit! Easy. Digga, haben wir das nicht? Ist Rätsmann gerade verreckt? Er wollte gerade sagen, warum haben wir das nicht früher gemacht? Bro. Oh Mann. Stark. Starke Runde, Digga. Digga, warum haben wir das nicht früher gemacht? Oh, Digga. Oh, man, ey. Das war stark. Ich wollte, das war wirklich so Schicksal, Alter. Digga, warum haben wir das nicht früher? Digga. Okay, dann jetzt zurück. Wir müssen jetzt den... Das ist eine Cloud-Scheiße machen, Bro. Ja. Boah, wir haben schon richtig viele Leben gewastet, Mann. Ja, haben wir. Bei dem Clown-Spiel werden wir jetzt richtig viel Leben wasten. Wenn wir das jetzt verkacken, müssen wir alles von vorne machen. Ey, Mann. Pass auf, da kommt einer. Nein, der Wichser kommt auch. Oh, Mann. Ich sehe doch nichts. Hallo, wo ist denn Licht? Versuch mal nicht zu sterben. Müssen wir Strom anmachen für das Clown-Game-Chat? Weiß das wer? Er kommt nicht ins Wasser, der Wichser, Alter. Ey, Rätsel, müssen wir den Strom anmachen fürs Clown-Game? Hast du mich gehört? Müssen wir es anmachen? Ich glaube nicht, Bro. Okay, ich warte beim Main-PC. Hast du noch Mandeln? Ich war, nee. Ich bin beim Main-PC, wo bist du? Ich bin getrappt von diesem Typ hier. In der blauen Tür hier. Hier noch. Wir müssen noch ein bisschen warten. Boah, Heilung dringend, ey. Ich bin beim Main-PC, wo bist du, Rietmann? Where have you been all my life? Okay, Strom ist an. Hey. Ich hab... Ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber der nette Mann oder Dame oder MonsterInnen ist gerade am PC. Ich bin hinter ihm, ich bin jetzt auch am PC.
Aber ich hab dir kurz eine Pille gepaart, mein Gott, du Wichser. Ich glaube, er ist gedippt. Ist mit Horror im Titel I Kevins Haare oder dass das Licht aus ist gemeint? Bro, ich bin schon zweimal angehittet. Oh mein Gott, ich sterb. Hören Sie mich? Ich höre Sie laut und deutlich, Sir. Sir mit McFett Arsch. Officer mit McFett Schwanz. Ich höre dich, ja. Sui. Okay, Rätselmann, pass auf Folgendes. Wollen wir den Raum machen? Ich glaube, der müsste irgendwo hier sein. Nein, nicht, nein. Bro, ich ist nicht dein Game gecrashed, oder? Doch, schon wieder. No fucking way. Boah, jetzt mal ernsthaft, was machen wir jetzt? Soll ich jetzt versuchen, das alleine zu zocken? Aber jetzt sind wir drin, Alter. Wir haben es halt alles gemacht, ne? Aber. Was los? Du schaffst doch nicht dieses Birthday Party Quest da jetzt alleine, oder? Boah, die ist richtig schwer alleine. Das Schwierigste alleine muss ich jetzt alleine machen. Bro, ich weiß nicht, was es ist, Mann. Es kann nicht an meinem PC liegen. Nein, nein. Das Game ist einfach buggy, Adamo. Ich warte hier auf ein Antwort des Programms. Was können wir machen? Was können wir machen? Ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben die PCs gemacht. Wir haben die PCs gemacht, wir haben den Tresor gemacht. Wir haben Strom gemacht. Ja, that's about it. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal machen sollen. Ich meine, jetzt wüssten wir, was wir machen, aber wenn es dann nochmal abstürzt, wäre überbammer. Ja, ich kann es halt jetzt nicht. Ich kann halt jetzt nicht sagen, ob das jetzt nochmal passiert oder ja, nicht. Ja, genau. Boah, das ist so ärgerlich, Mann. Das ist der ganze Progress. Willst du mal, mach mal auf jeden Fall schon mal, mach schon auf jeden Fall schon mal. Ja, installier mal das Game einmal neu. Ja. Okay, ich bin im Clown-Raum. Soll ich den Clown-Raum einfach mal alleine versuchen? Ja, oder? Das mache ich jetzt. Ja, try. Man kostet nichts. Digga, das ist halt unfassbar schwer, ne? Ja. Okay. Let's play pop all of them. Ach, Digga, das muss ich jetzt alleine machen. Junge, das ist überschwer. Ich kann mir gleich nur die Marmelade reinhauen. Okay, ich hau mir die Marmelade rein. Ich will einfach Tag auf, wirklich. Einfach kurz einen Stim geballert, Junge. Digga, einfach, das ist dieser Aim-Trainer, dieser Aim-Lab, so wie der heißt. Vielleicht, wenn du es alleine machst, ist es ein bisschen einfacher. Ich sag's. Hab alle? Okay, das waren 3 von 3. Okay, jetzt müsste das nächste Game kommen, oder? Oder kommen jetzt noch mehr Balloons? Ah, let's play Find Your Gift. Okay, stand here to play. Okay. So, jetzt muss ich die Gifts finden. Oh, nee, Digga. Darf ich mir wieder anhören, dass ich dreimal zum selben Ding laufe?
Oh, Digga, das zu machen, ist so Pain, red's mal gerade. Alleine, das ja, war schon zu zweit so Pain letztes Mal. Ja, Mann. Boah, das ist abfuck, Bro. Und jetzt kommt der Killer schon. Alter, Junge. So, neu installieren. Oh. Die Klingel war Hilfe, wo das Geschenk ist, meinte Chad letztes Mal. Dann hoffen wir mal, dass es stimmt. Dann müsste es irgendwo hier so sein. Hier und dann links. Scheiße, ich hab's verloren. Wir sind auf jeden Fall mehr als ein Monster gerade. Oh, konnte hier eine Zeit ablaufen, Rätsmann, bei dem Ding? Nee, ne? Nur das Monster konnte dich killen. Digga. Ah, im Schatten bin ich safe. True. Aber nicht, wenn er mich verfolgt, oder? Oh, Digga, der Part ist so pain. Ja, das ist ein Mann, Alter. Also, ich war links und dann gehe ich in die Mitte jetzt mal rein. So, dann gehen wir in die Mitte. Ich hab's mal neu installiert jetzt in Aal. Okay, ja, hoffen wir mal, dass das was bringt. Oh, da! Ich hab's! Let's go! Geil. Okay, jetzt neue Runde. Jetzt muss ich zwei Geschenke finden. Komm, das schaffst du. Das Ding ist halt, ich laufe halt ohne Sinn und Verstand einfach wild rum. Ich hab eins! Das ist die beste Taktik, glaube ich, ehrlich gesagt. Okay, ich muss auf die Klingel achten. Wenn's klingelt, dann muss ich aufpassen. Gerade vier Runden und mein Kollege hat drei Stunden gebraucht, um es zu schaffen. Oh! Digga, ich hab mich versteckt da, wo dieses Geschenk war. Ich bin in der dritten Runde, Rätsmann. Junge, ich seh's gerade, geil. Du rockst es, Alter. Digga, ich fühl mir, das ist wie, ich kenn das wie meine Westentasche. Bro mit dem Ballon steht da. Es heißt übrigens you und nicht zu i. Es ist auf das spanische Wort sie sowie auf das portugiesische sim zurückzuführen. Was beides ja bedeutet. Wird sie laut und lang in einer Gruppe geschrien, hört sich das an wie sie. See you! Yo, Rage Astro Zeros, danke für die Subs. Ich will die Marmalade eigentlich noch nicht poppen. Ich glaube, ich mache, wenn ich so bei 2 bin oder so. Du brauchst nur 1, ne? Nee, ich brauch 3. Oh, shit. Oder ich habe noch gar keins diese Runde. Ich glaube, du hältst 1. Nee, ich glaube nicht. Scheiße, hat's gerade geklingelt.
Oh, da war? Okay. Da so, in der Mitte, das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Okay, der ist, glaube ich, hinter der Wand, oder? Ja. Okay, es war irgendwo so hier. Hey, yo. Spann den Wagen an. Ey, sorry, jetzt mal, dass du gerade warten musst. Es tut mir übelst leid. Nee, ist ich habe eins, ich habe eins. Okay, eins von drei, Bro. Oh Gott. Ich brauche noch, so geil geworden sind. Ich brauche noch zwei, Digga, dann haben wir das. Krank. Aber selbst dann, Bruder, wie soll ich denn wiederkommen? Naja, vielleicht, ich dachte, dass ich dann vielleicht den Checkpoint freischalte, Type. Oh. Und wir dann vielleicht einfach weiterspielen können, von da. Das wäre ein wunderschöner Gedanke. Finde ich auch. Wir sollten es auf jeden Fall probieren, Bro. Ich habe die zwei, Bro, ich habe die zwei, es wird noch ein Geschenk. Ja, ja, let's try. Ich pop jetzt die Marmelade. Junge. Okay, ein Ding noch, dann hab ich's. Auf einmal alles rot. Oh fuck, ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch nachgucken soll. Es fühlt sich an, als hätte ich schon alles gemacht. Lauf jetzt einfach mal immer rechts an der Wand entlang, dann kommst du irgendwann überall hin. Nein, funktioniert das? Ja, ja. Irgendwo muss die Scheiße doch sein. Scheiß mich voll. Man denkt dann immer so, ey, ich hab doch schon überall geschaut, ne? Aber nein, nein, nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Oh no! Oh, ich glaube, jetzt muss ich das nochmal alles neu machen. Also die drei Dinger. Oh, das kann sein. Weil du alleine bist. Oh, man. Scheiße, wo ist es? Digga, alleine diese Tür zu finden, geht mir schon anders, AIDS. War das nicht da, wo die Schrift an der Wand ist? Okay, boah, ich versuch's nochmal, ja? Ja. Ansonsten machen wir es einfach zu zweit. Oh mein Gott, er steht in mir. Ja, es geht von neu los. Oh man. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal nochmal 1-2 finden. Das wäre Pain. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich. Das Lied ist halt noch komplett weiß, dass die Runde ist resettet, oder? Ja. Ja. Oh, junge Filme. Dann mach direkt fang direkt diese Taktik an mit immer rechts entlang laufen, Bro. Das ist wirklich auf Dauer das Beste. Oder halt links entlang laufen. Meinst du, das ist smart? Ja, damit suchst du halt alles ab. Ja, aber dadurch laufe ich ihm halt irgendwann in die Fresse. Das ist das, was gerade passiert ist. Okay. You know, sonst laufe ich halt immer vor ihm weg. Ja, okay. Hab eins. Eins von drei, ich bin in der dritten Runde, Bro. Schön, schön, schön. Oh nein, 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 nein. Oh man. Boah, Bro, ich war stuck, Alter. Oh, Digga. Boah, es belastet mich so gerade sehr. Ja, same. Ich wäre so gerne jetzt da drin. Yeah.
Digga, dann ist ja auch das so dunkel. Recent Game ist abgestürzt, Chat, und wir sind aber richtig weit. Ich muss nur noch dieses Game hier finishen, also drei Geschenke finden. Und dann kann Rätsmann, wenn wir, also vermuten wir, wieder mitspielen, weil wir dann einen Checkpoint haben. Und wenn die Alternative wäre, alles von vorne zu machen. Boah, das wäre echt beschissen, Mann. Hier die ganzen Symbole suchen. Alter, das Kerzengame ist ja noch danach. Oh mein Gott, true. Das stimmt. Ey, Chat, könnt ihr zumindest uns confirmen, dass es ein Checkpoint ist, weil sonst könnten wir es actually direkt zwei starten, glaube ich. Also, wenn wir die rote Chipcard dann quasi durchlaufen, you know? Dicker, er läuft einfach durch die Wand, okay. So. Ey, Bro, Re-Rap, das schaffe ich nicht. Ich habe drei Leben noch, das ist over. Ich schaffe das nicht. Ja. Wir können direkt zu rendern, ja, und neu machen. Komm, wir machen es einfach, oder? Bro, wir machen es einfach nochmal. Wir wissen jetzt, wo alles ist, wie alles geht. Wir wissen, wir haben da den einen Skip, den wir dann nutzen werden. Fuck it, Bro. Wir ficken die jetzt, Alter. Diese Scheißmonster. Die können sich alle richtig krank in den Arsch ficken. Oh. So, jetzt boom. Ey, Office Room, Speedrun. Bless. Bless, Speed, dass das Game run. Läuft. Speed fucking run. Digga, je schneller wir sind, desto weniger ist die Chance, dass es abstürzt. Ja, Mann. Das macht Sinn. Komm schon, ey. Weißt du zufälligerweise noch das Passwort? Dann könnten wir alles skippen, Bro. Wenn das gleich wäre. Das wäre halt krass. Fuck. Hallo, ja, meine Freundin hat mir gerade einen TikTok geschickt von Isa, okay, von Honeypoo. Ja. Ja. Und da sagt sie, dass sie so basically die Pille nimmt. Das ist das TikTok, okay? Und die Kommentare sind: Sascha springt ohne Badekappe rein. Sascha springt ohne Gummistiefel in die Pfütze. Sascha darf ohne Rüstung fechten. Sascha geht ohne Regenschirm in den Regen. Ja. Sascha haut den Nagel ohne Dübel in den Putz. Crazy, Digga, das läuft nicht. Digga, TikTok, so. Ey, ich werde mich löschen, Alter. Oh, man. Bro, ist es so eine Instant Assumption, wenn jemand sagt, nimmt die Pille, dass sie dann sagen, ja, okay, dann benutzt die andere Person kein Kondom? Ist das so ein Ding, was dann safe ist? Ja, ich nicht schon, sagen. Schon. Für die meisten Leute ist dann no reason, you know? Maybe. Okay, was war die Stat? Also, als erstes Strom. Hör zu, warte ganz kurz. Wir wissen, oder der Chat soll uns kurz raussuchen, was der Computercode war. Wir schreien einfach den, vielleicht ist er gleich. Ja, smart. CLZTMI. Dann Strom, dann, Alter, wir versuchen das jetzt einfach, ja. Wir cheesen es jetzt einfach Strom komplett durch. Wir nutzen halt jeden Backseat Gaming Tipp, der uns alles verrät und spoilert. Nutzen wir einfach. Ja, genau. Das machen wir. Okay, Bro, wo ist der Strom? Du kennst dich am besten hier aus. Wollen wir kurz zusammenkommen? Kannst du beim Fahrstuhl mich nochmal abholen? Ah, hier. Ja, ich loot hier noch kurz so ein bisschen Ding. Oder nimm du dem auch mal so ein Mandeljuice hier noch raus, das ist am schlausten. Ich bin hier quasi native auf der Map, würde ich fast sagen. Ich dachte, du kennst dich aus. Okay, hier ist der PC, hier ist der PC. Und da hinten ist der Heslon. Der hat schon durch die Wand geguckt hier. Ich kann schon eingeben. Was war das Passwort? Boah, du hast gerade nochmal gesagt. CZ. Ich glaube, er kommt. Achtung. Ja, weg. Okay. Ich glaube, safe. Ja. Boah. CLZTME oder CLZTMI? Geht nicht. Du gerade schon aus? CLZTME oder nee, CLZTME? Ist ein anderes dieses Mal. Ey, kann man, soll ich googeln? Possible Passwords inside the backroom? Ja! Okay. Ja! Scheiß auf alles! Ja, vielen Dank für die 3 Monate, das ist wichtig. Ich hoffe, der Sub vertreibt die Monster. Can't fucking move from out of there. Das gibt's nicht. Das ist, glaube ich, einfach wirklich jedes Mal random.
Scheiße, Mann. Okay, ja, okay, dann machen wir es. Fuck it, dann mach den Strom an, Bro. Wo war denn der Strom nochmal? Ich glaube hier, ne? Ja, ich mach den Strom an und wir finden es jetzt einfach nochmal. 6 Dinger. Scheiß drauf, Digga, das kriegen wir doch hin. Wir sind doch erwachsene Menschen. Okay, Little Bro, Strom ist an. Alle PCs suchen, müssen wir 6 haben. Ach, Digga, ich fährt nicht mehr. Mir wächst ein Arschloch. Okay, geil, ey. Parallel diese, mach kurz in den Schrankraum da mit dem, ne? Mit dem Kryptos. Yo, red's mal, where you at? I'm making the password. Schrank. Ey, Bro, kann jemand von dir in dein Wort gehen? Oder hat irgendwer das geklippt oder so? Wir brauchen diese Liste mit den ganzen Sachen, dann können wir den Part skippen. Ja, ey. Oder kann jemand googeln, kann oder so? Nicht. Wir brauchen ja, diese Google, Übersetzung. Google. Mein Wort ist doch unpublished. Aber du kannst ihn selber dir angucken. Im Videomanager, im Dashboard. Are you sure? Ja, 100 Pro. Okay, ich kann ihn selber mir angucken. Okay, ich habe ein blaues K schon mal. Und hier hinten waren noch PCs, glaube ich. Oh? Ja? Übertragen steht hier. Publish das einfach dein Wort. Dann sollen das die Zuschauer rausnehmen. Ja, wait, ich habe ein Bild. Ich habe ein Bild. Ich schick dir bei Discord. Okay. Geil, Taso war zum ersten Mal für irgendwas nützlich. Okay, wir haben blaues K. Blaues K bedeutet D. Blaues D. So, dann haben wir eine Sichel. Das ist H. Grün H. Okay. Wir haben rotes Haus. Rotes Haus, okay. Ist Z. Rote Null mit Kreis drin. Rote Null mit Kreis drin? Ah, ja. V. Warte mal, ich habe Haus Z eingegeben. Was war Haus für eine Farbe? Warte kurz. Ich glaube rot. Warte mal, die Null hatte so einen Strich drin, ne? Habe ich mich versprochen. Ja. Wie ein Strich drin. Was denn jetzt? Also, dann ist es G oder V. Also, hör zu. Haus ist rot. Dann habe ich noch auf Rot eine 0 mit einem Minus drin, in dem 0. Also Haus ist rot. Ja, Haus ist rot, 0 ist rot. 0 hat ein Minus in sich drin. Rot Z und Rot G. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir zweimal Rot haben, aber okay. Ja, habe ich. Wir brauchen noch 2 Sachen. Eins davon muss braun sein, by the way, Ritzmann. Achso, eins davon muss braun sein, by the way, Ritzmann. Okay, dann check das jetzt. Also Haus, das Haus ist braun. Ah, okay. Und diese Null ist eher so pinkisch, rot. Weiß nicht genau. Oh. Digga, lass mich doch sprinten. Ich hab doch die ganze Bar voll, Junge. Okay, haben wir hier irgendwas? Okay, ich hab was Neues. Gelb, nach rechts. Gelb was? Gelb, Pfeil nach rechts. Okay, wir brauchen noch ein Ding, dann haben wir's. Ich lass dich alleine suchen, das muss auf deiner Seite sein, Bro. Yeah.
Was für Q? Ist doch Q, oder? Da, Q, Pfeil nach rechts. Hier ist next. Da, dieses. Wir brauchen noch eins, dann haben wir es. Das Ding ist, falls ihr euch gerade fragt, wir cheaten gerade low-key, weil wir Dominik's Game ist abgestürzt, wir müssen gerade unseren Progress wieder getten. Deswegen sind wir gerade so ein bisschen am Cheaten hier und packen hier den fucking Forcen CD aus. Aber das ist scheißegal, okay? Ich am Jorgen. Was hast du gesagt, Ritzmann? Na, der Bitch hat mich nur gejagt. Soll ich einfach alle Buchstaben durchprobieren? Kannst du auch machen. Also hier auf meiner Seite ist kein PC mehr eigentlich, der das noch haben könnte, glaube ich. War das versucht. Mann, der Wichser nervt voll. Diesmal sind nur 5. Bro, hörst du mich? Diesmal sind nur 5, meinte Chat. Das ist auch die Zahl jetzt unterschiedlich. Ob 5, 6 oder 7. Wir haben alle, wir haben alle. Komm zum PC, Bro, wir ficken seine Mutter jetzt. Du kannst schon mal Strom ausmachen gehen, wenn du willst. Ah nee, nevermind, lass an für das Clownspiel. Yo. Er hat mich wieder gehuntet, rennt weg. Digga, wie kann man so nerven? Ja, komm. Ja, er ist wieder on me, Alter, der Wichser. Er läuft gleich am PC vorbei. Ja, ich geh kurz auf Toilette. Sobald er weg ist, komm zum Clowny. Clowny? Nee, wo war denn Clownspiel? I don't know about this. Ja, also hier ist auf jeden Fall nicht das Clownspiel, das muss irgendwo drüben sein. Halleluja, 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 Halleluja. Hey, yo, mein bester Freund, ich bin wieder da. Hey, yo, man, come to the clown game, bro. Sorry, Digga, ich musste gerade eine fette Wurst rausdrücken. Oh mein Gott, er ist immer noch da, ich fass es wirklich nicht. Wie kann er immer noch da sein, Digga? Ich war so krank wegkacken und er steht immer noch hier. Ah, das ist frech. Okay, geht jetzt aber den anderen Weg, der Versager. Ich outmove ihn jetzt gleich. Warte. Hat sich die blaue Tür geöffnet? Hast du den Code schon eingegeben?
So, ich dachte, du machst es. Nee, ich war ja Kacker machen. So. Okay, also. Warte mal. Gelb Q. Das ist wohl nochmal neu. Q, D, H. Q, D, A. Q, D. Q, D, H, Z, G. Jo, jetzt. Oh mein Gott. Ja, wir müssen aber noch das Clown-Scheiß-Ding machen, Rizman. Ja. Weißt du, wo das ist? Kudihaba, los. Links vom Anfang aus. Och, man. Digga, ich hab wieder kein Speed, Junge. Oh, er gönnt. Wallah, er gönnt. Wir poppen Pillys ganzen Tag. Ey, Mann, du kleiner Wichs-Griffel, Alter. Mr. Kevin Taylor, are you coming to the clone game? Mr. Dominic Reesman, I don't have no fucking clue, man, where the clone game is, and I'm getting hunted by the motherfucking bitch-ass motherfucker 3-meter Slenderman. Man, it doesn't sound too good, to be honest, man. Yeah, man, it isn't. And also, I have an orienteering like a mad eagle, you know? Ah, you mean like the small, was heißt Eagle auf Englisch, Digga? Hedgehog. Hedgehog? You mean you take a pig and slaughter it and then you take the meat through a grinder and then you make it in the form of a hedgehog and put Saltletti's Salzstangen in it. Yeah, man, exactly that. It's two olives for two eyes. Hey man, before we start the game, please take one of these party hats. It's very necessary, you know? Yeah, I already have, I think. Yeah, but you have to like wear it, you know, in game. Oh, that's right. Okay, so yeah, now can we start? We can start. Let's go. Bei den anderen? Go to your button. Okay, wir müssen jetzt alles poppen. Ey, hast du dir eine von diesen Marmeladen genommen? Ja. Okay, dann ich gehe hier lang, du rennst nach da zum Eingang und ich renn nach da. Ja. Digga, wie langsam rechts man das, holy shit. Bruder, kein Wunder, dass du nichts triffst in Tarkov, what the fuck? Alter, kommt der vorbeigeschnittet, Digga. Von Naruto einfach, Digga. Ach, ich kann nicht mehr sprinten. Ja, ich bin auch slightly out of sprint. Aua, aui. Au. Autschi. Okay, so, zack. Lass dir schmecken, Meister. Okay, wir müssen jetzt unser Gift abholen. Warte noch. Lass noch kurz Stamina regeneraten. Yo, bin. Ja, auch. Let's go. Okay, go. Ich gehe links lang. Okay, okay, wir müssen jetzt Geschenke finden, Chat. Wir müssen jetzt Geschenke finden. Erst eins, dann zwei, dann drei. Das erinnert mich an Temptation Island. Dann will mir Chat sagen, dass es nicht real ist. Chat, Temptation Island ist real. Digga, ich hab heute irgendwie auf TikTok oder so gesehen, irgendeiner anderen Trash-TV-Serie, ich weiß leider nicht mehr von was es war, hatte die Moderatorin
Cam Bass mit zwei von den Kandidaten und hat auch mal bei den Partys mitgemacht im Haus und so. What the fuck, vielleicht dieses Germany Shore? Das kann sein, ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich noch nicht geguckt. Ah, chillig. Wir finden einfach keinen von denen. Ey, lass als höchste Prio sehen, dass wir nicht getroffen werden von dem Typen. Wir dürfen nicht unnötig Leben verlieren. Ja. Hab, hab, hab! Hier ist er übrigens. Geschenk Nummer 1, Geschenk Nummer 1. Okay, jetzt Geschenk Nummer 2, Bro. Okay. Achte auf dieses Klackern. Hier war ein Klackern bei mir. Ah, dieses Klingeln? Ja. Und wir dürfen auf keinen Fall beide sterben, Bro. Hab eins! Hab eins zweites! Hab beide! Ich hab beide, Bro. Wir kommen jetzt zur dritten Runde. Stark. Eins ist direkt bei mir gespawnt. Oh mein Gott, huge. Der Typ ist in der Mitte. Nervig, anstrengend, hin und her zu kurbeln, Alter. Okay, wenn du bei diesem Let's Play Your Gift bist, ganz links der Weg ist nichts. Zwei. Huge, eins noch, ne? Ja. Okay, ganz rechts ist auch nichts. Das kann nur noch in Mitte sein. Bro, wenn man nichts im roten Licht steht, kann man gehittet werden? Ja oder nein? Ich glaube nicht. Oh nein. Boah, ey, wirklich, diese goldene Tür zu finden, geht mir anders, Hasskeks. Ey, Dominik, ich darf bei Gott nicht sterben. Rätselmann, hörst du mich? Nicht sterben, bitte. Du musst kurz chillen. Hier. Okay. Ja. Haben wir's? Ja. Let's go! Huge, Bro. Okay, jetzt kommt das letzte. Jetzt müssen wir. Wo müssen wir hin? Die Kerzen. Hier drüben. Digga, der Gnome hat einen Luftballon geklaut, oder? Ah, ne. Der Wichser. Okay, hier ist der Wichser. Pass auf, der läuft zu dir jetzt. Wir müssen hier in den. Der läuft zu dir. Ich weiß nicht, ob der gleich despawnt. Okay, sollen wir starten? Ja. Okay. Wo ist die Kerze? Hier drüben. Ich mach die aus. Erstes ja. Aus, easy. Gut. Zweites aus. Ja. Ich mach die hier oben. Shit, hier komme ich nicht lang. Du kannst über die Kanten machen. Du musst nicht um die Ecke laufen. Okay. Geil, wir sind in der dritten Runde, let's go. Da bei dir ist einer. Da komme ich nicht hin. Ich mach die hier oben. Ja, fuck. Hast du die mal beide gemacht? Er kommt gleich. Oh mein Gott, ich bin stuck. Wie komme ich hier lang? Hier geht's nicht lang. Ich hab's. Aus, ihr Wichs. Ist aus! Alright, jetzt raus hier. Jetzt müssen wir zum Ausgang, oder? In der Mitte. Oh, ich komm nicht hin. Oh fuck, hier lang, bei mir. Ich kann nur nicht sprinten gerade. Da lang musst du, genau da. Mhm. Ich häng irgendwo, ich seh's nicht. Still. Ich bin da. Mach. Ist aus. Okay, der Kuchen ist explodiert. Jetzt raus. Wo ist das letzte? Exit.
Achso, die Karte, die Karte! Ich seh nichts. Mann! Oh, das fuckt so ab. Hier ist der Exit-Bau, bei mir. Hinten. Oh nein, oh, ich bin zu kort. Steh! Du musst hier hinten bei ihm vorbei, Bro. Ja. Nee, andere Richtung. Shit. Fuck, das ist eine Sackgasse. Never mind. Okay. Boah. Ich hab's. Oh, wir haben einen Raid bekommen. Danke. Ich weiß nicht wer. Es wird mir aus irgendeinem Grund nicht angezeigt. Auch von Jules, der YouTube-Jules. Danke, Bro. Geile Videos, Digga. Weiter so, die sind geil. Ich komm nicht nach da. Rezon, du musst nach da hinten. In die Ecke da hinten, genau da, genau. Ja, du hast es fast. Okay, er kommt. Jetzt da lang, genau. Da in die Mitte. Dann hier lang, direkt rechts rum, andere Richtung, hier. Bro, hier. Nein, zurück. Never mind. Okay, wir haben's. Oh mein Gott. Komm ich hier raus, hallo? Du musst einmal rumlaufen um die Ecke. Slide. Nice. Aber ich bin geblockt. Boom, Alter. Oh man. Okay, hast du jetzt eine Key? Ja. Wo kommt die Keycard jetzt her? Ich hab die im Inventar jetzt. Okay, Wir müssen jetzt nur noch die... irgendwie zum... Blauer, wir müssen jetzt zur blauen Tür, dann haben wir alles. Blauen wir Tür. Vorher Strom noch aus. Oh man, der Fixer kommt. Ach, ich wusste nicht, dass der kommen kann. Ach, oh, dieses Labyrinth fuckt, aber wir haben es geschafft. Geil. Oh no. Oh, was willst du jetzt machen? Fuck, bitch. Oh, der Bewegungssensor, ja, aber den können wir actually skippen. Rätsel, wir brauchen eigentlich noch den Bewegungssensor im Tresor. Der ist eigentlich easy. Sollen wir den noch kurz machen? Auf der anderen Seite können wir unseren Glitch nutzen und an der Seite vorbei. Ich weiß nicht, ob wir im weiteren Verlauf des Games den nochmal brauchen. Das ist halt das. Wir sollten so ein Brochet vor müssen wieder zurück. Das wäre halt major Abfuck. Ey, hast du noch so ein lustiges Getränk? Mach ich jetzt eins. Oder? Ja, ich bin im Tresorraum. Kannst du dir abholen. Dann muss man nach da rennen und dann da rein. Ich hab alles, Bro. Guck du die erste Zahl beim Tresor? Kannst du mir noch so ein Ding legen? Also, was ist es bei dir gewesen? Es ist 80. Danke. Hab dir gelegt, Bro. Es ist 80. Geh schon mal in den Tresor. Es ist 80, 10. Ist offen. Okay, boom, jetzt blaue Tür, dann sind wir genau beim Progress, wo wir vorhin waren. Nur diesmal mit roter Keycard. Let's fucking go. Geil, das Digga, wer will uns ficken, hä? Wer will uns ficken, Junge? Wer will uns ficken? Oh. Alright. Du kennst den Weg am besten. Stamina. Waka waka Aber wir müssen noch Strom ausmachen. Achtung! Live hier, ja?
Kings of Zaym, you died. Ach, komm aus, ja, schon. Rätsmann, kannst du mal in-game reden? Dann kann ich dich finden. Hallo, hallo, wo bist du? Boah, ich bin so auf Crack gerade. Oh nee, Digga, nicht du. Oh nein, ich bin stuck. Nein! Scheiße. Digga, wirklich. Die Animation ist auch so derbe Garbage, Alter, muss man wirklich sagen. Der ist null gruselig. Aber hier ist das andere, wo wir nachher hin müssen. Das ist ganz schön lollig. Oh, ich wünschte, man hätte die ganze Zeit Sprint, Alter. Es ist so unsatisfying, nicht zu sprinten. Hast dich ja nicht einmal erschreckt. Doch, ja. Vorhin. Rätsel, ich höre dich, wo bist du gerade? Ja. Ich mach den Strom aus. Schrank. Ich hab den Strom. Strom ist aus jetzt. Wie kommt man zur blauen Tour, wenn ich beim PC bin, Bro? War das da lang? Ja, ne, da lang. Ja, wir treffen uns einfach bei der blauen. Machen wir, Lil G. Ey, Fatty McFettarsch ist auch hier. Ah, hier ist der. Bro, der war fucking nasty, Alter. Wo bist du? Ich bin im Schrank hier. Hier ist das Vieh irgendwo. Komm raus. Der ist hier schon um die Ecke, aber mach langsam. Der ist hier rechts direkt. Tame Namena, Waka Waka, Ich dachte. Tame Namena, hey. Jemand meinte gerade bei mir im Chat, er dachte erst, der Rübster wäre von dem Monster. Time for Africa. Haben die nicht Shakira irgendwie eingesperrt? What? Oh mein Gott. Shakira ist irgendwie in den Knast gegangen oder so. Ich esse Nüsse, Bro. Mhm, geil. Hey Bro, ich bin jetzt schon durch die blaue Tür mal durch. Okay. Guck mal, sobald er weg ist. Ey, da kann ich durch blau durchlaufen, oder? Durch Wasser. Danach mal ein Speedrun davon, das ist insane. Boah. Ey, du kriegst. Wie lang, wie viel Prozent müssen wir noch? Yo, Fatty mit Fett auch. Komm rein hier. Ah, Shakira hat Steuern hinterzogen. Aha. Warum sind es immer diese super rich Leute, um die Steuern hinterziehen? Ah, wie gesagt, ne? Vom Geld ausgeben wird man kein Millionär. Ja. Okay, lass mal tryen, ob das hier auch in die Richtung geht. Nee. Ich glaube, so rum geht der Glitch nicht. Ah, doch. Das kriegen wir hin. Ja, dann lass machen, lass normal machen. Komm, fuck it, let's go. Kriegen wir schnell. Alright. Fuck these hoes. Ich laufe hier einfach gerade geradeaus, das funktioniert. Bikini Bottom Host. Vor uns kommt was? Vorne ist einer.
Oh, der kommt näher. Ja, kommt vor uns. Was machen wir? Zurückgehen? Oh, der kommt sehr viel näher. Ich hab ein Knall. Rotes Gummiboot. Ich hab ein Gummiboot. Oh, na, na, na. Ich hab ein Knall. Rotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot kock ich mir einen weg. Ich weiß nicht, ob das die official Lyrics sind, Doc. Oh mein Gott! Random Wort mit Cock ersetzen ist P-Comedy. Ist so. Der kleine Schatz. Tolle Aussicht auf die Katze. Meine Freundin. Ein paar Seeungeheuer aus den Backrooms. Und ich. Lecker frühstücken. Ein Seeungeheuer. Und. Hey, Rätsmann, hörst du mich? Junge, das ist so schwer, Digga. Ich darf jetzt auch nicht zu viel Leben verlieren. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. Oh nein, es ist jetzt ein bisschen risky, was ich mache. Oh, die haben mich gleich, die haben mich gleich. Oh man. Bro. Wir können das nicht spielen. Es ist schon wieder gefriest. Nein. Nein. Das ist nicht... Nein. 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 Ich nein. Dir, ich, nein. Ich hab dir gerade zugeschaut, wie du läufst. Auf einmal Standbild bei der Schneeflocke. Ciao. No way. No way. Okay, ich versuche Checkpoint zu getten trotzdem jetzt. Ich übertrage dir mein Game, okay, bei Discord. Tu einfach für deine Videos so, als wäre es dein Gameplay. Kannst du mir helfen? Oh, ich bin muted, sorry. Bro, ich hab dir mein Gameplay übertragen. Auf Discord, siehst du? Yo, yo. Tu einfach für deine Viewer so, als wäre es dein Gameplay. Okay. Kannst du mir kurz helfen? Es gibt keinen Checkpoint mehr. Dann spielen wir das jetzt zusammen als Team, okay? Okay, warte ganz kurz. Ich hab maybe einen Fix. Ja, müssen wir alles normal machen, Bro. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber woran liegt das, Digga? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe hier gerade versucht, irgendwie so mit Ressourcenmonitor und so eine Scheiße, aber das tut alles nicht. Ich übertrage jetzt dein Ding. Boah, ich glaube, ich habe den Cheatcode hier. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Jetzt ein Stück rechts, oder? Hier rechts vorbei, nämlich bei der Leiter. Boah, jetzt darf er mich nicht erwischen, Digga, der Wichser.
Nice, let's go. Nee, als Steuerung geht auch nicht, Bro. Das ist komplett am verbuggt. Okay. Ja, wir schaffen es aber bei Kevin zu, Digga. Wir schaffen das, komm. Okay, ich kann jetzt die Red Keycard hier aufmachen. Rote Tür. Boom. Ich habe eine Errungenschaft bekommen gerade. Die Office Rooms. Das klingt mir eigentlich so, als wäre jetzt hier noch ein Checkpoint. Oder? Also Chat meinte, es gibt jetzt keinen mehr. Es ist kein Checkpoint mehr da. Soll ich mal tryen, das ein zweites Ding von dem Game aufzumachen? Zweite Instanz. Eine zweite Instanz von dem Game? Also. Boah. Okay, boah, ich würde sagen, zock einfach jetzt mal. Ich glaube, wenn wir das nochmal irgendwie versuchen, dann wird die Scheiße wieder abstürzen, Mann. Das macht keinen Sinn. Ja, glaube ich auch. Das aber ist ein Live-Let's Play hier für uns. Oh, warte mal, Chat, mein Bewegungssensor. True, vielleicht sind hier diese Viecher. Was ist hier? Hier gibt's einen Hotkey für den Scheiß? Action 1, Action 2, Action 3, was ist das? Keine Ahnung, ich bein's mir mal auf H. What? Ah, du tanzt, oder? Dicker, ich hab grad einen Fortnite-Tanz gemacht. Oder? Bro, what the fuck? Wie dumm. Taschenlampe, Radio. Nee, gibt's nicht, glaube ich. Das Game ist so verfickt scheiße, ich kann nicht mehr. Bro, wenn du. Du musst sagen, wie viele Tipps du auf dem Chat und so haben willst. Alles. Weil hier wird schon. Ach so. Hier wird schon vielleicht. Du musst eine Tür finden mit einer 1. Okay, du musst mir ein bisschen helfen, Bro. Ja. Tür mit einer 1 drauf musst du finden. Knallrotes Umbo. Ich glaube auch, dass die Monster hier nicht sind. Hier wären mehr sonst. Ich hab's! Bin durch. Ist es over? Weiß ich nicht, ich hab einen weißen Bildschirm. Errungenschaften in Backrooms hab ich bekommen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro! Oh mein Gott! Willst du mir sagen, mein Game ist jetzt 3 Meter vor dem Ende gecrashed, wo nicht mal mehr Monster kommen? Wow. Wahnsinn, egal. Das ist wirklich unglaublich, du bist wach. You're awake. Aber das ist so eine Story, die man so mit 3 geschrieben hat. So, das passiert irgendwas Krasses und am Ende ist der Plot-Twist, dass man aufwacht. Boah, heftig. That incident happened about 2 years ago. Ah, nee, nee. Die haben uns da rausgerettet oder so. For nearly 2 years. I'm really interested. Die haben fast 2 Jahre lang im Koma gelegen. Mich würde wirklich interessieren, welche Kette von Ereignissen dazu geführt hat, dass sie aus dem Koma erwachen. Haben sie wirklich diese ganze Zeit von etwas geträumt? Irgendetwas Ungewöhnliches? Nee, Quatsch. Nee, war ich nicht. Normal stuff. Ich gebe ihnen etwas Zeit und komme später mit einigen Fragen zurück. Ganz ruhig, es ist wirklich schön zu sehen, dass du wieder da bist. Vielleicht ist es auch ein Bait. Weil es ist ein huge Bait. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl. Aber das hier wirkt so, als wäre es ein... Oh! You escaped. Es dauerte 2 Stunden, 19 Minuten. Und letztes Mal 6 Stunden. Aber hat Nick dafür 4 Streams gebraucht, oder was war das? Ja, wie hat Nick dafür 4 Streams gebraucht, Bro? Hä? Also hätten wir heute, no joke, hätten wir heute die PC-Probleme nicht, hätten wir das innerhalb von 5 Stunden insgesamt. Dann wären wir schon 3-mal durch gewesen, Alter. Ja, dann hätten wir das innerhalb von... aber gut. Oh, aber ich finde schön, wie gut, dass es jetzt vorbei ist, weil dann haben wir es halt geschafft, you know? Ja, ich habe jetzt echt Angst gehabt, dass jetzt das für dich zu schwer wird und dass wir dann das kein Satisfying End bekommen, weil bei mir alle 10 Minuten das Game anfängt zu crashen, Alter. Exakt. Ja, aber we did it. Weil wir gottverfickte Profis sind, Junge. Der Chat meinte, wir sollen uns mal auf YouTube einen Speedrun davon angucken, weil das wäre wohl crazy. Chat meinte, es gibt auch noch weitere Level davon, if you wanna play. Zeit der. Aber ist halt die Frage, ob es dann 1000-mal abstürzt. Ja. Ey, lass kurz Speedrun gucken. Ja, lass einen Speedrun gucken und dann können wir schauen. Hier ist einer in 15 Minuten. Ich habe einen in 2,5 Minuten. Ich link dir. Den habe ich auch.
Achso, oder okay. Lass über Discord angucken, oder? Ja, ich link dir. Hast du? Jo. Okay, ich mach ich Go, dachte, ja? Dass wir über Übertragung gucken, Bruder. Ja, ja, hab ich gemacht. So, achso, das hier. Das ist wirklich sehr unrealistisch. Alright, zwei Jahre ready. Krank an Haus in den USA. Das kann sich nicht mal Elon Musk. Jemand meint, das Game war unrealistisch, weil man zwei Jahre Krankenhaus in den USA gar nicht payen kann. Das kann sich Elon Musk nicht mehr leisten, okay. Alright, let's go. True, actually. Okay, das hier ist ein Speedrun vom Game. Hä? Ah, ich habe keinen Ton. Ich auch nicht. Okay. Ich glaube, es gibt keinen. Nee, es gibt keinen. Der spielt ohne Sound. Oh, lol. Okay, er nimmt sich direkt das Ding mit. Alter, was? Er hat gedupt, Bro. Oh. Alter, er hat die Jelly gedupt, Junge. Einfach droppen, während man isst. Ich wusste nicht, dass es geht überhaupt. What the fuck? Boah, der Junge. Okay, crazy. Okay, hier macht er das in the go anscheinend. Boah, Maschine, Digga. Hat er das so im Augenwinkel abgelesen? Ja, beim Vorbeilaufen. Das ist immer random. Das kann man nicht vorher predikten. What the fuck? Digga, diese Sidesteps sind crazy. Manchmal dreht er seine Maus nicht. Was macht er hier? Glitscht er sich durch? Hat er das auch im... Bro, den Hammer? Einfach. Digga, woher weiß er auch, woher weiß er auch, da. Ja, genau. Das Ding ist, er kann halt vor jedem Monster wegrennen, weil er hat halt unlimited Marmalade, ne, Junge. Digga, dieses Gesicht. Was geht jetzt ab? Weggucken? No way, out of bounds. Er glitcht out of bounds, glaube ich. Er rennt mit Absicht dahin, lässt sich killen. Damit er dann, wenn er respawnt, wahrscheinlich da in der Wand ist. Oh. 100 Pro. Das auf der anderen Seite vielleicht, Junge, no fucking way. Das ist geil. Junge, wie sick. Oh mein Gott. Oder? Doch, jetzt. Jetzt kriegt er es hin. Bro, what the fuck? Jetzt ist er aus dem Level, right? I guess. Sieht aus, als wäre er out of bounds. Ich sehe es nicht so ganz, das ist ein Pixelbrei. What the fuck? Er ist auf der Map. Junge, no fucking way. Lol. Ah, und so kommt er wieder rein, dann smart. Und jetzt ist er in Office. Digga, what the fuck? Das sind die Backrooms in den Backrooms. Junge, holy shit. Okay, wo ist er jetzt gerade? Ich check's gerade nicht. Im Dunkeln. Er ist gerade da, wo wir es am Ende waren. Ah, in Office, ja, stimmt. Ja, genau. Okay, jetzt macht er diesen Room. Oh, okay, und jetzt wird er wieder raus. Er macht nochmal so ein Ding. Er glitscht sich wieder raus. Und er pfeift die ganze Zeit dabei. Ach, dass das Vieh schneller kommt, mal smart. Ach, oh mein Gott, er pfeift, damit das Vieh schneller kommt. Ja. Wie geil. Ich dachte die ganze Zeit, er macht doch. Obwohl, jetzt ist, glaube ich, einfach nur noch. Ich glaube, er hat's, ja. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er im Labyrinth, er ist im Labyrinth, da wo ich war. Jetzt ist er am Ende, ja. Er ist im Labyrinth. Ich renne straight zu 1. Er kennt Labyrinth auswendig anscheinend und rennt durch, boom. Er hat es geschafft. Oh mein Gott, holy 2:52, shit, wir haben 5 Stunden dafür gebraucht. Holy shit. Crazy. Ey, aber Digga. Wie viel, das sage ich ja immer bei so Sachen, aber wie lange musst du da rumprobieren, dass du dann genau die Corner weißt, wo du das machen kannst und so, ne? Das ist ja ewige Rumprobiererei, Alter. Crazy, Digga.